Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem weiteren Chainsaw Man Video. Es geht rein, ich habe sehr Bock. Wir reden heute über die zweite Episode. Wir haben wieder einiges zu besprechen, denn es geht natürlich um das neue Trio. Letztes Mal mit der Einführungsepisode haben wir den Main Character kennenlernen können, also Denji, der ein bisschen an einen edgy Character erinnert, also an einen Protagonisten aus einem typischen edgy Anime, der sein Ziel jetzt in der heutigen Episode sogar offenbaren wird. Also das wird ganz interessant werden. Makima wurde natürlich ebenfalls eingeleitet und mit dieser Episode kriegen wir die anderen beiden Charaktere zu sehen. Wir kommen natürlich auf alles im Detail zu sprechen. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Chainsaw Man verpassen wollt. An dieser Stelle kann es losgehen mit der Episode und meiner bellenden Review. Wuff, wuff. Das Ganze hier startet mit Makima. Sie lädt Denji zum Essen ein. Und er verliebt sich natürlich direkt in sie. Muss man aber auch sagen, kann man ihm gar nicht übel nehmen, weil er natürlich niemals zu so einer Situation in seinem Leben gekommen ist, weswegen es ihm natürlich sehr leicht fällt, in so ein Muster zu verfallen. Wir haben im Manga jetzt als nächste Szene theoretisch einen kleinen Vorfall beim Essen oder vorm Essen sozusagen, denn hier käme eigentlich als nächstes der Muskelteufel rein, aber das geschah nur über ein paar Seiten, also das hätte jetzt gar nicht mal so viel in einer Episode eingenommen vom Pacing her oder von der Screentime her. Deswegen finde ich es ein bisschen fraglich, warum man das hier nicht gezeigt hat. Das hatte auch den Sinn gehabt, dass Makima ihre gewisse Dominanz vor Denji ausstrahlen konnte, im Sinne von, du bist jetzt mein Haustier und du hast mir Folge zu leisten, andernfalls habe ich keine Verwendung mehr für dich. Diese Szene aus dem Manga wird also im Anime geskippt. Denji erzählt Makima direkt von Pushita, ohne dass es einen Zwischenfall gibt und dass sich Pushita für ihn opferte. Doch Makima vertraut darauf, dass Pushita noch in Denji weiterleben würde und schenkt ihm so neuen Mut oder neue Hoffnung, kann man sagen. Denji wird daraufhin gefüttert wie ein Hund. Er bellt dann und Makima findet insgesamt etwas Gefallen an ihm, was Denji natürlich sehr freut. Als nächstes springen wir nach Tokio, denn Makima bringt Denji in die Teufelsjägerzentrale, quasi ins Hauptquartier, wenn man so will. Denji lernt dort seinen neuen Kollegen Aki kennen, Aki Hayakawa, und der ist quasi der Megumi aus Chainsaw Man oder der Sasuke aus Chainsaw Man, quasi der in Anführungsstrichen Rivale zu Anfang, aber halt dementsprechend der Deutagonist. Also wird man schon relativ schnell feststellen können. Und natürlich hat Denji überhaupt keine Lust, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er natürlich dachte, dass er hier jetzt die ganze Zeit mit Makima zu tun hat, was aber nicht der Fall ist. Er hat also keine Lust, mit Aki zusammenzuarbeiten und will lieber bei seiner Geliebten bleiben. In einer Gasse haut Aki dann Denji aufs Maul, weil er nicht für den Job geeignet wäre. Die beiden prügeln sich also. Er sei nicht geeignet, ein Teufelsjäger zu sein. Er habe keine Entschlossenheit, beziehungsweise möchte Denji im Grunde nur Makima haben und das sei ja komplett bescheuert. Also Aki hier auf jeden Fall eine ganz andere Art von Charakter. Sehr badass, sehr edgy auch irgendwie gehalten. Also das gefällt mir ziemlich gut. Als Kontrast auch zu Denji, der einfach ein bisschen verblödet in der Birne ist. Denji wehrt sich dann, er haut zurück und die Art und Weise, wie er das tut, ist so hart ehrenlos. Holy shit, er zerballert quasi Akis Eier komplett. Der Arme, ja, WTF, er wollte nur nett zu ihm sein, auch wenn er ihm kurz eine reingehauen hat, aber das war hier schon sehr, sehr ehrenlos von Denji. Beide prügeln sich weiter, Denji möchte diesen Job weiter ausführen, um sich so natürlich auch ein besseres Leben zu verschaffen, weil er sieht natürlich die Möglichkeiten darin, hier jetzt als Teufelsjäger weiterarbeiten zu können. Und holy shit, der hört ja gar nicht mehr auf, der tritt ja immer weiter auf die armen Ex von dem Typen ein, sodass er das später als Spiegelei verputzen kann oder so, keine Ahnung, Alter, Aki an der Stelle einfach nur ein Big F, nicht mehr normal. Denji bringt Aki dann wieder zurück zu Makima und behauptet das.
tatsächlich, dass sie vom Eierteufel angegriffen wurden. Also der Typ hat wirklich Humor mit Löffel gefressen. Kannst du dir nicht ausdenken, wirklich. Hab gestern schon über den Witz gelacht. Und dort wird natürlich jetzt beschlossen, dass Denji in die Einheit von Aki gehört. Beide sollen zusammenleben. Denji ist schließlich besonders und kann sich in einen Teufel verwandeln. Hier wird auch von ihrer neuen Einheit gesprochen, dass sie für Experimente zuständig sind und dass sie natürlich versuchen sollen, zusammenzuarbeiten und so weiter. Denji könnte natürlich auch vom Weg abkommen und sollte das passieren, würde er genauso wie jeder andere vernichtet werden. Also es ist ein bisschen, wie ich das letzte Woche schon meinte, diese Jujutsu Kaisen-Richtung, wie man am Anfang natürlich Yuji auch einführt. Nur der Humor ist ein bisschen anders, ein bisschen jugendlicher gehalten, würde ich sagen, also ein bisschen versauter gehalten und die Brutalität geht natürlich teilweise auch in eine gorige Richtung, kann man sagen. Man muss natürlich schauen, wie man das mit der Adaption macht. Es gibt genauso wie Dinge aus Manga quasi gecuttet wurden hier jetzt in der Episode, gab es aber auch Szenen, die hinzugedichtet wurden in Bezug zum Beispiel auf die Krawatte, die ja von Makima gebunden wurde für Denji und später dann, als sie sich geprügelt haben, Aki und Denji, packt er sogar diese Krawatte fest und redet darüber, wie er quasi an seinem Ziel Makima zu bekommen festhält und weiter diese Tätigkeit als Devil Hunter oder Teufelsjäger ausführen möchte. Also das hat hier ein bisschen mehr Sinn gemacht als im Manga. Wiederum haben wir hier in der Episode natürlich die Szene mit dem Muskeldevil nicht gehabt. Aki und Denji leben also jetzt zusammen in einer Wohnung. Wir sehen unter anderem das Super Toast aus dem Trailer, welches schon gut animiert war. Wir sehen die Super Badewanne und das Super Klo, wo Denji erstmal fett an den Abseilen geht. Nicht mehr normal. Und schließlich werden die beiden zu einem Auftrag gerufen. Sie sollen sich um einen Besessenen kümmern, also einem Teufel, der von einer Leiche Besitz genommen hatte. Denji verwandelt sich hier allerdings nicht, weil er etwas Mitleid mit den Devils hat, aber Aki nimmt ihn zur Seite und will, dass er den Job ernst nimmt. Seine ganze Familie wurde von einem Teufel abgeschlachtet. Er sollte also diese nicht als Freunde haben. Denji ist es aber egal, weil er hat keine Freunde und deswegen ist ihm jeder Freund theoretisch recht. Macht auch Sinn in Bezug auf die nächste Szene, die wir bekommen, quasi die Endszene, die wir mit dieser Episode kriegen können. Denji behält dann die Pornomagazine von dem Besessenen ein. Er wollte diese extra nicht mit Blut beflecken, deswegen hat er sich hier nicht verwandelt und sein wahres Ziel wird enthüllt, denn wenn er den Job jetzt ernst nehmen würde, könnte er bestimmt endlich ein paar Brüste kneten. Genauso wie Issei aus Highschool DD. Kannst du dir nicht ausdenken. Gefühlt gleicher Charakter. Let's go. Gegen Ende der Episode bekommt Denji eine neue Partnerin namens Power. Sie ist ebenfalls eine Besessene und als Denji ihre Brüste sieht, ist es ihm dann sogar egal, mit ihr zusammenzuarbeiten. Also er hat vorher noch die Frage gestellt, macht es Sinn, mit einer Besessenen zusammenzuarbeiten? Und als er die Boobs sieht, meint er, yo, ist egal, lass zusammenarbeiten, let's go. Also der Typ ist wirklich, kannst du dir nicht ausdenken, ne? Wirklich, das ist ein typischer Kerl, der sich sogar Poolstreams angucken würde. Ey, Mann, Mann, Mann. Power benimmt sich für eine Besessene noch relativ normal. Makima möchte das Ganze natürlich mit der Einheit austesten, deswegen wird sie ebenfalls dort reingesteckt. Power und Denji übernehmen dann einen neuen Auftrag. Hierbei geht es um den Seegurkenteufel. Holy shit, der klingt ja absolut gefährlich. Der treibt sein Unwesen und Power macht den direkt fertig und der ist instant Geschichte. Damit endet auch diese zweite Episode hier. Eine sehr verrückte Folge, eine coole Folge, wie ich finde. Sollte man ebenfalls nochmal erwähnen, dass jede Episode ein anderes Ending besitzt, was ich ganz cool finde. Da sieht man auf jeden Fall den Aufwand dahinter, die Qualität dahinter. Und ja, man denkt sich auf jeden Fall was an den einzelnen Stellen mit gewissen Details. Das ist cool, das freut mich. Ich habe sehr meinen Spaß mit der Adaption. Ich bin gespannt, ob meine Meinung sich in gewisser Weise ändern wird bei einigen Charakteren in Punkte Denji ganz besonders, weil wie gesagt, ich bin ja Manga-Leser, ich weiß ja, was passiert. Ich denke, man könnte vielleicht den ein oder anderen Impact anders rüberbringen, wie es der Anime macht, anders als der Manga es tut. Muss man mal abwarten, wie gewisse Szenen aussehen werden schlussendlich. Und damit wäre es das von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung zu der Folge unten in den Kommentaren da und natürlich wie immer für den Support einen Daumen
Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!